Motorsport-total.com. Ducati-Pilot Andrea Dovizioso hat am Sonntag in Misano, San Marino, das Rennen zur MotoGP-Klasse im Rahmen der Motorrad-WM gewonnen. Der Italiener feierte seinen Heimerfolg nach einer souveränen Vorstellung vor Marc Marquez, Honda-2 und Glücksbilds Kellcroft Klo, Honda-3. In der Startphase hatte noch der von der Pole-Position gestartete Jorge Lorenzo, Ducati, das Rennen angeführt. Sein Teamkollege Dovizioso überholte ihn aber schon nach wenigen Runden. Marquez klemmte sich in den Windschatten der beiden. 16 Runden vor Schluss begann er das Tempokontrollende Dovizioso eine Lücke zu reißen, was Marquez in den Angriffsmodus umschalten ließ. Der Spanier lieferte sich fortan ein hartes Duell mit Lorenzo, der sich trotz des weicheren Vorderreifens auf Platz 2 zu behaupten schien, bis er 3 Runden vor Schluss nach einem Fahrfehler über das Vorrad wegrutschte, stürzte und ausschied. Ein bei Lorenzo selten gesehener Schnitzer. Dovizioso zeigt sich nicht überrascht von seinem Erfolg. Er erinnert an Fortschritte bei jüngsten Tests, das Wochenende war mit den Bedingungen etwas seltsam, aber das Rennen lief gut, sagte er mit Blick auf hohe Temperaturen in Misano. Er macht neben dem Bike seinen Ehrgeiz für den Sieg verantwortlich. Jorge war sehr stark und Marc hat gut mitgehalten, aber ich wollte es unbedingt. Dovizioso glückte in der Gesamtwertung der Sprung von Rang 4 auf 2. Er liegt nach 13 von 19 Läufen aber weiter 67 Punkte hinter Marquez, der sich auf Kurs zur Titelverteidigung befindet. Der Honda-Pilot glaubt, dass die Mission Schadensbegrenzung gelungen wäre. Es war richtig schwierig, gegen Ducati zu kämpfen. Im Warm-up war ich sehr konstant, aber das Rennen war ganz anders mit den ganzen Zweikämpfen, sagt er. Da muss ich alle Reserven mobilisieren. Ich habe immer Druck gemacht. Nur 5 Punkte auf Dovizioso eingebüßt zu haben, sei ein Erfolg. Kurt Klo, der per gutem Start den Grundstein für seinen 3. Platz gelegt und anschließend Alex Rins, Suzuki-4 und Maverick Vinales, Yamaha-5, niedergerungen hatte, profitierte von Lorenzos Malheur. Für Valentino Rosso, Yamaha, endete ein enttäuschendes Heimspiel auf Platz 7 noch hinter Dani Pedrosa, Honda-6. Die Top 10 komplettierten Andrea Iannone, Suzuki-8, Alvaro Bautista, Ducati-9 und Johann Sacco, Yamaha-10. Einen gebrauchten Start erwischte Danilo Petrucci, Ducati-11. Er kassierte eine Zeitstrafe wegen Abkürzens der Strecke. Stefan Bradl, Honda, erreichte das Ziel bei seinem Wildcard-Start nicht. Der Deutsche stürzte 9 Runden vor Schluss. Auch Jack Miller, Ducati-18, verabschiedete sich nach einem beinharten Duell mit Marquez nach dem Start aus dem Sattel, setzte die Fahrt aber fort.